Anfang Dezember wurde gemeldet, dass sich die Terrororganisation Islamischer Staat immer weiter in Libyen ausbreitet. Deshalb wollen wir heute mal schauen, in welchen Gebieten der IS bereits aktiv ist. Das ist Felix, ich bin Marty. Und das ist ein Was geht ab? Schaut! Zuerst aktiv war der Islamische Staat im Irak. Dort waren die Mitglieder am Anfang Teil der Terrorgruppe Al-Qaida. 2003 kämpften sie während des Irakkriegs gegen US-Soldaten, die dort unter dem Vorwand einmarschiert waren, dass es in dem Land Massenvernichtungswaffen gibt. Im irakischen Nachbarland Syrien herrscht seit 2011 Bürgerkrieg. Die Terrororganisation Islamischer Staat nutzte die instabile Lage des Landes, um dort ebenfalls Fuß zu fassen. Zu diesem Zeitpunkt kam es auch zum Streit zwischen dem Führer des Islamischen Staats, Abu Bakr al-Baghdadi, und der Führungsebene von Al-Qaida. Seitdem arbeitet der Islamische Staat unabhängig von Al-Qaida. Inzwischen gibt es im Irak und Syrien etwa 20.000 bis 30.000 IS-Kämpfer. Im Irak kontrollieren sie große Regionen im Norden und Westen. In Syrien ist rund ein Drittel des Landes in ihrer Hand. Die Gebiete liegen dort vor allem im Norden und Osten. Bei ihrer Eroberungstaktik setzen die Kämpfer auf Terror und Abschreckung. Die öffentlichen Hinrichtungen amerikanischer Journalisten sollen medienwirksam ihren Einfluss und ihre Unbarmherzigkeit veranschaulichen. Gebiete erobern sie aber nicht nur durch ihre Terrorherrschaft, sondern sie erhalten vom Volk teilweise sogar Unterstützung, weil sie zum Beispiel Lebensmittel verteilen sowie Kinderbetreuung und medizinische Versorgung zur Verfügung stellen. Dadurch, dass der Islamische Staat zurzeit für so viel Aufmerksamkeit sorgt, bekommt die Gruppe Zulauf von Islamisten aus aller Welt, weil sie die Terrorgruppe für besonders schlagkräftig halten. Außerdem bezahlt die Terrorgruppe ihren Kämpfern viel Geld. Auch das ist für viele ein gutes Argument, sie in ihrem Krieg zu unterstützen. Von den rund 50.000 IS-Kämpfern im Irak und Syrien sollen Schätzungen zufolge mindestens 12.000 aus dem Ausland kommen. Viele von ihnen sind aus arabischen Ländern, aus Europa und auch aus Asien. Die Belagerung syrischer Gebiete spielt eine wichtige Rolle bei der Anwerbung ausländischer Kämpfer. Syrien ist für Europäer nämlich vergleichsweise einfach und günstig zu erreichen. Über die Türkei können neue Gotteskrieger nach Syrien einreisen, wo sie dann weiter radikalisiert und für den Kampf ausgebildet werden. Aber ausländische Extremisten sollen nicht nur nach Syrien reisen, um dort für den IS zu kämpfen. Die Terrororganisation versucht auch in anderen Ländern IS-Netzwerke aufzubauen. In Asien wirbt der Islamische Staat gerade intensiv neue Anhänger an. Dafür werden Flugblätter in verschiedenen Sprachen wie Dari, Pashto und Urdu verteilt. Darauf zu lesen sind die Ziele des IS. Sie wollen ein Kalifat errichten, das den Iran, Afghanistan, Pakistan und Teile Zentralasiens umfasst. In der Region Kaschmir, das liegt zwischen Indien und Pakistan, werden seit Ende Juni immer wieder solche Flugblätter verteilt. Kaschmir ist bereits jahrzehntelang umkämpft. Der südöstliche Teil gehört zum hinduistisch geprägten Indien, der Nordwesten zum muslimisch geprägten Pakistan. Beide Länder beanspruchen die Region Kaschmir aber für sich. Auch online wirbt die Terrorgruppe um neue Mitglieder. Im Juli wurde ein Video in den Sprachen Hindi und Tamil veröffentlicht, das indische Extremisten überzeugen sollte, sich dem IS anzuschließen. 300 Inder sollen diesem Aufruf bereits gefolgt sein. In Indonesien konnte die Terrormiliz bislang rund 100 bis 200 Kämpfer überzeugen. Das klingt erstmal wenig im Vergleich zur Gesamtbevölkerungszahl Indonesiens von 240 Millionen Menschen. Allerdings ist Indonesien das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Rund 200 Millionen Muslime leben in dem Inselstaat. Deswegen sind die Behörden alarmiert. Auch wenn man an dieser Stelle noch einmal betonen muss, dass Islam nichts mit Islamismus zu tun hat. Der Islamische Staat kann sein Einflussgebiet auch deshalb erweitern, weil sich bereits in den verschiedenen Ländern ansässige Terrornetzwerke vermehrt dem IS anschließen und dem Führer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue schwören. Im September hat sich in Algerien eine Gruppe radikaler Islamisten von der Al-Qaida abgespalten und sie nennen sich jetzt Kalifatsoldaten. Sie wollen nun den Befehlen des IS-Führers Baghdadi gehorchen. Im Oktober haben Dschihadisten in Libyen in der Stadt Derna Baghdadi die Treue geschworen. Seitdem gibt es in der 80.000 Einwohnerstadt eine Sittenpolizei, die nach der Scharia urteilt. Außerdem soll es in Libyen ein Trainingscamp für IS-Kämpfer geben, in dem einige hundert Männer ausgebildet werden. Anfang November hat sich Ägyptens größte Terrorgruppe namens Ansar Bayt al-Maqdis offiziell dem Islamischen Staat angeschlossen. Das bedeutet, dass sie nun auf finanzielle Hilfe durch den IS hoffen können. Ägypten ist übrigens das bevölkerungsreichste arabische Land. Der Gruppe Ansar Bayt al-Maqdis gehören etwa 2000 Kämpfer an. Sie kontrollieren große Teile des Nordens der Provinz Sinai. Auch sie wollen wie der IS ein islamisches Kalifat im Norden Afrikas und im Nahen Osten errichten. Der Islamische Staat fasst außerdem gezielt Staaten ins Auge, die nicht gefestigt sind, um selbst mehr Einfluss zu gewinnen. Seit einiger Zeit provoziert der IS zum Beispiel gezielt den Libanon, der an Syrien grenzt. Hier herrschte noch bis 1990 Bürgerkrieg und unterschwellig gibt es noch immer Spannungen zwischen den Religionsgruppen. Auch in Syrien nutzte der IS den Bürgerkrieg, um Anhänger zu gewinnen, und auch die Streitsituation um Kaschmir zwischen Indien und Pakistan machten sie sich zum Vorteil. Wenn diese Spannungen unterstützt werden, radikalisieren sich die Gruppen sozusagen automatisch. Dadurch werden die radikalisierten Gruppen empfänglich für die Ideologie des Islamischen Staates. Es gibt außerdem viele Gruppen, die dem IS-Führer Baghdadi zwar
zwar nicht die Treue schwören, dafür aber ihre Unterstützung anbieten. Bislang haben zum Beispiel die Boko Haram in Nigeria und die islamistische Gruppe Abu Sayyaf auf den Philippinen ihre Unterstützung angeboten. Hier findet ihr jetzt noch den Background-Check zum Islamischen Staat und hier ein Short über den IS im Irak. Und jetzt zu euch, was glaubt ihr denn? Was könnte helfen, die Ausbreitung des Islamischen Staats zu verhindern? Glaubt ihr, die westliche Anti-IS-Koalition kann da helfen? Eure Meinung wie immer in die Kommentare und in der Mitte könnt ihr jetzt noch abonnieren und ansonsten alle Social Media Links in der Videobeschreibung, ebenso die Links zu unseren Kanälen. Vollkommen richtig. Das war ein Was geht ab Short und das ist auch richtig und jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir ganz weit weg.